Herzlich willkommen zum 200 Aufrufe und 5 Abonnenten Special von Hehehe4. Also, ich beginne das Special gleich mit einer kleineren Ankündigung. Driver Parallellines ist vorerst auf Eis gelegt, weil mein Computer das nicht nimmt. Ja, ich habe ja einen neuen Computer seit neuestem und der ist nicht so kompatibel mit Driver Parallellines und ja. Was ich aber schon in die Wege geleitet habe, dass ich bald wahrscheinlich mit Let's Play Grand Theft Auto 4 als Parallel-Let's Play beginnen werde. Oder dass ich dann Let's Play GTA San Andreas aufhöre, müsst ihr entscheiden. Ja, alles in allem ist das aber trotzdem heute eine Eventfolge, weil ich habe mir ein ganz besonderes Spiel ausgedacht, was ich schon seit sehr vielen Jahren sehr gerne spiele. Ich weiß nicht, ob ich das als Let's Play machen werde auf meinem Kanal. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Wir werden jetzt einfach mal anfangen. Es ist Realm of the Mad God, ein kleines, feines, verpixeltes Spiel von den Machern. Nein, das sind glaube ich nicht die Macher hier. Nein. Also es geht darum, ein typisches RPG, eben nur ein bisschen Würfeliger. Ich hab, bin eigentlich nicht so gut in dem Spiel, aber ich werde es trotzdem mal versuchen mit euch durchzuzocken. Also wir sehen hier schon die Legenden, der Beste der Woche, wohlgemerkt, ist ach Moment, wir machen Alltime. Ach du Scheiße, was haben die alles für Items? Also, der Beste war Krottisch McKellen. Der scheint auch eine Legende zu sein, weil den habe ich glaube ich schon mal gesehen. Bin mir nicht sicher, aber. Also wir sehen hier schon Doombogen, Damage, 400 bis 500. Kyber Thunder. 310 bis 360. Choral Silk Amor. Übelst krass. Übelst mega krass. Wegen der Pyramide. What the fuck. Wenn wir hier auch schon die Feed Power sehen. Alter. So. Jetzt muss ich erstmal wieder einatmen und wieder zur Besinnung kommen. Also jetzt bin ich mal erstmal durch. Ne, wir fangen aber auch gleich an mit Zocken. Nein. Also, ja, wir sehen hier schon eine kleine verpixelte Welt. Wir haben hier unser kleinen Standard Energy Stuff. Hier oben sehen wir auch T0, das ist Tier. Eigentlich Tier wie die Giraffe oder so. Nein, Tier wie Stärke. Ja, ja. Sondern da, Star of Power. Wir könnten jetzt auch natürlich warten und den hier kaufen, wenn der hier jetzt so runtergesetzt ist, 10%. Allerdings will ich da nicht unbedingt drauf wetten. Also, ja, machen wir nicht. So, Option. Back to home. Also ich finde, wir sollten dann gleich mal anfangen und vielleicht hätte er Let's Play Rot MG und @web.de. Ja, also das ist meine E-Mail-Adresse, könnt ihr mich gerne auch mal anschreiben. Passwort ist Herr Paul Peter So, schreiben und sagen geht gar nicht. Müsste jetzt aber genau Paul-Peter. So, oh mein Gott, was haben wir hier? Also, super. Also, das wird während des Let's Plays mal so unser Charakter. Kann man so nennen? Ja, Charakter. Also das hier ist Wizard. Wizard, wie heißt du? Wizard, forever. Ah ne, das ist meine Gilde. Ja, also das ist meine Gilde. Wenn ihr dieses Let's Play seht, dann könnt ihr gerne dieser Gilde beitreten. Habe ich nichts dagegen. Also erstmal würde ich ja erstmal alles platt machen, was hier noch in irgendeiner Form bewegt. Ja. Wir haben auch gleich wieder Getränke gefunden. Und gehen wir mal auf die Hobbit-Marke los. Also wir sehen die Gegner hier am Anfang noch sehr schwächlich und zu überrennen und so weiter. Ja, bumm. Hehe, das ist mies, ich überrenne die Tiere eigentlich nur mit meinem übelsten Angriffsding. Ich könnte jetzt eigentlich schon in die Godlands gehen und euch was hergehauen, weil ich eigentlich mein wunderbarer Bestand höre. In dem habe ich schon ordentlich Tränke reingepumpt eigentlich. Weil ich mache das immer so, ich spiele auf einem separaten Account, den ich euch jetzt aber nicht zeige. Und da suche ich, da mache ich immer eine Klasse, gebe dann hier meinem Wizard die ganzen Tränke, wie permanent
Speed, also das hier sind jetzt, Moment, ich kann es dir gleich mal zeigen. So. Also das sind hier jetzt so Heiltränke, die heilen Mana und so auf. Dann gibt es aber noch Permanenttränke. Ihr seht ja die ganzen Werte, Angriff, erklärt sich von selber, Defense, erklärt sich eigentlich auch von selber, wenn man minimale Engelkenntnisse besitzt. Dexterity ist die Schussrate. Das heißt, je mehr Dexterity, desto mehr Schüsse kann ich schnell hintereinander abgeben. Ist eigentlich auch logisch. So, was hat man da noch? Vitality, das füllt meine HP schneller auf und Wisdom, das füllt meine Mana schneller auf. Und Speed, also Geschwindigkeit, müsste ich eigentlich auch selbst erklären, da rennt man eben dann schneller. Aha. Ja, also wie ihr seht, wirkliche Konkurrenz gibt es hier gerade nicht für mich. Und als wirkliche Konkurrenz definiere ich Gegner, die mehr als 2 Sekunden gegen mich überleben. Ja. Und dann gibt es eben solche Permanenttränke, die erhöhen eben dauerhaft, also so lange wie ich den Charakter eben am Leben lasse. Oder der bei mir überlebt, was ungefähr 5 Minuten. Ah, mein Fuß ist eingeschlafen. Ja, das dauert ungefähr 5 Minuten, die verrecken bei mir im 5-Minuten-Takt und ja, dann sind eben die permanenten Porsche eigentlich im Sand gesetzt. Also werde ich auch dieses Let's Play hier oder Let's irgendwas, scheiß drauf, beenden, sobald dieser Charakter stirbt. Jawoll! Wir werden während des kompletten Let's Plays, das wird dann höchstens 30 Folgen gehen, nehme ich mal an. Allerhöchstens, wenn ich es irgendwie hinkriege, mit mir zu vereinbaren und ja, vom Computer nicht unbedingt einpennt. Ja, zu verantworten sein, so 30 Parts. Wenn ich es als Let's Play mache, müsst ihr entscheiden. Schreibt in die Kommentare, bitte, bitte. Also ich bettel jetzt nicht. Nein, nur nicht. Nee, wie auch immer. Also auf jeden Fall permanent Potions machen, ne? Also da hast du hier so einen kleinen Trank, der erhöht dann zum Beispiel den Speed für immer um 1 und hast eben anstatt 29 standardmäßig 30. Ja, das ist wie gesagt recht hilfreich, wenn du hier so ein paar Permanent-Potions hast. Vor allem im Nexus, also da wo wir vorhin waren, wird da immer mit solchen Dingern gehandelt. Ich kann euch gerne nachher nochmal der Handelsecke zeigen, wenn ich was mit dem haben würde. Da gibt man übel die geilen Sachen dafür. Solche Permanent-Dinger. Wir greifen hier übrigens gerade so einen Endfessel an. Das ist ein großer Baum und je mehr man den angreift, desto größer der Baum. Sagt er zumindest. Aber das stimmt so nicht ganz. Ich glaube nämlich eigentlich, der orientiert sich nur ein bisschen anders an. An dem war der... Oh Gott, was war das? Das sollte nicht so oft passieren, so ein Framerate-Abriss. Also, der orientiert... Ja, Olja Doschka. Also wir sehen hier auch plus 13 Defense zum Beispiel, können wir jetzt nicht nehmen, weil hier usable bei Warrior, Knight, Paladin, also Krieger, Ritter und Paladin, wenn ich richtig übersetze. Und ja, die können eben solche schweren Rüstungen tragen und wir können eben nur solche Roben tragen. Wir sind ja auch Zauberer. Zauberer tragen ja hier, würde so ein kleiner, schmächtiger Zauberer mit so einer riesen Rüstung rumlaufen, würde der sich wahrscheinlich bewegen wie ein Panzer, er würde gar nicht weiterkommen. Er müsste dann so auf den Boden rumkriechen und mit seiner Zunge und seinen Zehennägeln und Fingernägeln sich dann vorankriechen, weil die Rüstung ihn schon erdrückt. Ja, und dann so, allerdings kann ich mir auch nicht vorstellen, dass dann so ein hier übelst gerüsteter Mann, als, oh mein Gott, als Warrior, zeig ich mal, ausgebildet vom Warrior hier dann so mit Robe rumpendelt. Das würde dann auch ein bisschen mit Ballerina aussehen. Man muss auch ganz stark auf die Werte achten, weil wenn der stirbt, dann kriege ich A einen Wutanfall, weil ich wirklich, wirklich schon viel in den Rhein gefunden habe. Deswegen werde ich auch gar nicht auf Risiko spielen. Risiko heißt so, naja, erst flüchten, wenn so, sagen wir mal, 10% HP erreicht sind, also Health Points leben. Nee, ich werde schon bei beiden früher flüchten. Weil ich will hier wirklich nicht riskieren, mit dem zu sterben. Auf gar keinen Fall, das wäre für mich nicht gut. Also, aber alles in allem, da sind wir trotzdem Spaß mit dem haben und es kann allerdings sein, dass manchmal zwischendurch, also ihr habt natürlich jetzt hier die Statuswerte im Video, dann kann es sein, dass im nächsten Part dann auf immer hier die Werte schon gestiegen sind. Ich werde, wie gesagt, nebenbei ein bisschen leveln, offscreen.
Also wenn ich mich aufnehme, ich kann ja auch gerne, wenn ihr das so wollt, immer aufnehmen, wenn ich irgendwelche Posts in den reinkloppe, da könnt ihr das auch immer mitverfolgen, das schreibe ich dann am Ende von dem Video rein. Kann ich auch machen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt, ich soll es machen. Wie gesagt, ich bin eigentlich für alles offen. Ja, nein, das hört sich jetzt irgendwie falsch an, wenn ich das so sage, aber ich bin für vieles offen. Sagen wir für vieles. Das klingt beim halben Meter offen. Ja. Eieiei. Hat ja Kiefer sind gesteigerbar. Doch, das waren die Gesteiger, aber wie gesagt, Grundbesitzer merkt man. Also, oh mein Gott. Was ich auch machen werde, ist alle 5 Sekunden, wenn hier... diese Heiltränke, seht ihr ja, die kann man einmal benutzen und früher war das so, die haben das Inventar voll gespammt und ja, wer es noch kennt. Es war auf jeden Fall scheiße. Glaub mir, es war kacke. Ja, und jetzt haben sie eben so gehandhabt, dass da extra so eine Liste für gibt. Dass es da so eine kleine Liste für gibt, je mehr mal... Ach, ich muss hier schon rumschreien, Mann, das ist viel zu laut. Ja, also dass hier so eine kleine Liste gibt für die Items und da kannst du dann 6 eben stecken. Das finde ich recht gut gehandhabt von Entwickler. So, was ihr hier oben noch seht. Im PZ, ne? Okay, ganz kurz flüchten, weil hier senkte mir gerade meine Framerate in den Keller. Seht ihr hier auch oben links. Orangene ja, okay, das sehe ich mal traden. Hallo, vielleicht wollte ich dir gerade was geben. Ja, kriegst du eben nichts vom Hefe. Na cool, ja, vielen Dank. Ja, dann, was brauchst du? Ja, hier nimm. Toll! Ich bin ein Wizard! Oh ja, toll, Software Main McAfee meldet sich. Ja, ich hab akzeptiert. Ich hab sogar akzeptiert, obwohl ich kein Wizard bin. Ja, ich bin ein Wizard. Obwohl ich kein Knight bin, hab ich akzeptiert. Und... nein, was ist das denn? Toll, der gibt mein Ei. Ah, das ist wunderbar. Danke. Danke. Hätten wir es dann gleich? Okay, wenn das jetzt nicht bald vorangeht, dann töte ich den. Hier. Oh, du willst hier. Ja, okay, das war jetzt meine Doofheit. Danke. 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 Einfach nur vielen Dank für diesen Frustmoment. Oh mein Gott. Jetzt werdet ihr gleich sehen, was es heißt. Da gibt es nämlich so einen kleinen Trick und ja. www.com. Ja, also ich bin noch da. Ten Minute Mail. Ihr könnt das jetzt wahrscheinlich gerade wunderbar über den Browser mitverfolgen. Machen wir mal Logout, Register, E-Mail einfügen. So. So. Register. Continue. So. Also was ich machen will, das werdet ihr jetzt wahrscheinlich alle mitverfolgen, weil es nimmt gerade mein Browser auf und nicht mein Spiel, wie ich das eigentlich wollte. Ah, da ist er! Stuff of Horror! Yes. Also ihr seht hier, dieser Stuff, ja, also ihr seht es gleich, ist, ja, wir nennen uns mal, Klopier. Witzig. So, let's play, das sind wir noch, Train. Oh, Kloppy LP wird uns trainen. Ja, was hat der denn? Der hat einen übelst geilen Stab, der besser ist als unserer. Och, dem geben wir mal jetzt einen Stab, der hat keinen so guten wie ich. Hahaha, ich kann doch angeben. Ja, akzeptieren. Oh, der gibt ihn mir einfach. Wie wunderbar ist denn das? Das nehme ich doch an. Geil, danke Kloppy LP. Ach, keine Ursache, ich bin jetzt... Also, ja, ihr seht, was ich ständig mache. So, was ich auch machen werde, wenn ihr mich in diesen, wenn ihr mal diesen Account sehen solltet oder irgendwas mit hehehe, also der Character heißt hehehe bei mir und eigentlich auf all meinen Accounts heißt mein Character hehehe, dann könnt ihr mich gerne mal anschreiben und dann verlose ich, ja, wer mich zuerst anschreibt, diesen wunderbaren Stuff of Destruction T4 und ein, ja, ach ja, Eier. Wo wir bei Eiern sind, eigentlich
What? Warum bin ich jetzt so schnell? Okay, das habe ich immer noch nicht herausgefunden, wieso mal ich mal so schnell ist. Aber was ich euch auch noch zeigen muss, muss ich einfach, ist der Pet, ja. Da geben wir mal unser Common K-Mac. Hallo? Come on. Oh, wie süß, wir haben einen grauen Fuchs. Gentuyard. Oh, wie knuffig ist denn das? Das ist ein knuffiger kleiner Fuchs. Ja, also jetzt könnten wir es natürlich auch so machen. Wir haben hier ja Follow. Ah nee, da freue ich mich auf Fame. Ja, wir könnten ihn jetzt füttern, dann kriegt er hier mehr Werte. Also zum Beispiel hier sieht man ja Feed Power 90, dann 90 Punkte und dann wird eben Attacken. Kurzattacke Level 1, eben zu Kurzattacke Level 2. Wenn ich das jetzt so richtig erklärt habe. So, und ich würde mal sagen, jetzt testen wir noch ganz schnell unseren neuen Staff of Horror. Also unseren Horrorstab, wenn man so will. Und dann würde ich sagen, mache ich erstmal aus den Part, weil... Und dann sage ich nochmal ganz kurz. Ja, das war ein Lag. Das war nicht im Video, das war meine Verursachung. Wollen wir jetzt mal in The Godlands gehen? Ich meine, ich will einen tollen Videoabschluss machen. Ah, ich mette, lass uns denn hier. Bam, 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 bam. Das werde ich öfters von mir haben. Das sieht doch schon toll aus. Das sieht toll aus. Oh mein Gott! Levi Strauß. Ha, ha, ha. Up! Yes! Your own bitch. Your own. Oh, das wären zu viele. Wenn das jetzt zu viele werden. Verurteilt mich nicht, aber dann hole ich ab. Ah, ich bin blind, ich sehe nichts. Bitte, ihr seid auch blind, aber ich sehe nichts, weil ich muss zocken. Godland Action! Empor! Godland Action! Empor! Oh Gott! Was ist das für... Weg! Das war ein bisschen sehr feige, vor allem wenn man jetzt mal auf meine HP guckt, sind ja noch fast voll. Aber wie gesagt, vielleicht finde ich auch noch ein tolles Bild von dem Whipper, den ich dann hier vor das Video als Thumbnail machen kann. Nee, mach ich nicht. Also, mit dem... Oh nee. Nö, ich will jetzt einen guten Abschluss. Also ich möchte mich nochmal vielmals bedanken für 200 Aufrufe. Das hört sich jetzt vielleicht für euch wenig an, für mich ist es aber unglaublich viel. Ich meine, vor gut 5 Monaten habe ich angefangen und ich habe 5 Leute, die meine Videos dauerhaft und gerne gucken, und ich als Nobody, nennen wir es jetzt mal, bin dafür schon sehr dankbar. Also vielen Dank an euch Leute, ihr seid wunderbar. Besonderes Dank gilt nochmal an Funny Fresh, der mir so hilfreich immer unter die Arme greift. Einen großen Dank auch an den Todo LP, der manchmal mit mir zockt, und ja, einfach an alle 5 Abonnenten von mir, ihr seid super, und ja, vielen Dank. Wenn es jetzt auch sehr schnulzig sich anhört, dann tut's mir leid, wir werden auch gleich den Part beenden. Oh, guck doch mal, ihr Fuchs ist so niedlich, guck euch dieses kleine Vieh an, da, du bist doch schnuffig. Egal. Also, ich möchte mich einfach nochmal bedanken und ja, das kann ich den ganzen Tag machen. Nein, ich kann keine Ideen ändern hier drin, das ist ja mal geil. Übrigens, okay. Also das Untier, da gibt es kein Tier. Ach, ich laber wieder zu viel. Also vielen Dank an euch Leute, und ja, tschö, wie immer. Na?